Mein Name ist Christoph Steindl. Ich habe 2005 mich selbstständig gemacht und die Firma Catalysts gegründet. Seit einem Jahr ungefähr heißen wir jetzt Cloudflight und haben uns von Rot auf Blau umgefärbt. Meine Geschichte. Naja, da muss ich ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich bei einer amerikanisch geführten Firma im Kundenprojektgeschäft gearbeitet. Wir haben Softwareprojekte umgesetzt. Und Softwareprojekte haben so an sich, dass sie länger dauern und teurer werden als geplant. Und das war aus Kundensicht nie erwünscht, aber aus unserer Sicht, aufgrund der vielen Änderungswünsche, hat sich das halt so ergeben. Ja, und wir haben da halt immer unser Bestes gegeben als Projektmitarbeiter. Dennoch war das oft ein Kampf gegen Windmühlen. Und es hat viel Druck gegeben, weil aus Kundensicht aufgrund der Verzögerungen typischerweise dann mehr bezahlt werden musste, die Projekte teurer geworden sind, der ROI schlechter geworden ist und und. Der Druck der Kunden hat sich im Team dann halt negativ ausgewirkt und manche meiner Kollegen haben den Druck nicht so gut ausgehalten wie ich. Das ist so weit gegangen, dass ich innerhalb der 5 Jahre, dann vielleicht 10 Projekte, in denen ich da involviert gewesen bin, von meinen Kollegen, Teammitgliedern, 2 dieser Kollegen selbst umgebracht haben, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Und 5 oder mehr hatten damals schon Burnouts. Irgendwann einmal, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, war mir klar, ich möchte nicht für ein solches Umfeld verantwortlich sein. Ich möchte ein Umfeld aufbauen, wo ich und meine Mitarbeiter, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir wachsen, gedeihen, besser werden können, aber nicht selbst ausbrennen oder kaputt gehen. Und wie ich überlegt habe, wie könnte ich meine Firma nennen, habe ich alles Mögliche auf meinem Zettel gehabt beim Brainstorming. Und unter anderem auch Catalysts, Katalysator. In der Chemie ist ein Katalysator ein Stoff, der eine Reaktion ermöglicht, die Aktivierungsenergie reduziert, somit damit auch bei weniger Wärme etwas schon losgehen kann und das etwas schneller vorangehen kann. Diese positiven Veränderungen wollten wir bei unseren Kunden durchaus bewirken, ermöglichen. Und ein Katalysator geht bei dieser Reaktion, chemischen Reaktion selbst nicht kaputt, der bleibt unangetastet bestehen. Und das wollte ich auch für mich und mein Team haben, dass wir gut leben können, ruhig schlafen können. Und das hat schlussendlich dann bedeutet, dass wir vieles gut aufsetzen mussten, viele Sicherheitsnetze etablieren mussten, dass wir sehr gut aufeinander aufpassen. Wenn es ihm nicht so gut geht, wird der oder die dann unterstützt und muss nicht quasi immer weiter werkeln, bis er dann ausgebrannt ist. Das war der hehre Wunsch. Wir haben das sehr gut hingebracht, weil ein paar Jahre später hat es dann Portale gegeben, wo Mitarbeiter den Arbeitgeber beurteilen können. Kommuno.com ist die Plattform in Österreich und unsere Mitarbeiter haben Catalysts damals zum beliebtesten Arbeitgeber Österreichs gewählt. Und wenn man jetzt Gründer oder Chef einer solchen Firma ist, man bekommt ja kaum Lob oder positives Feedback. Das ist für alles verantwortlich, aber auf die Schultern darf man sich selbst klopfen. Und wenn man dann reihenweise sieht, dass man da tolle Bewertungen bekommt und dass da nette Kommentare dabei stehen, dann ist das schon sehr schön und es ist dann 3, 4 Jahre bestätigt worden. Und auch im Sommer, wir haben uns irgendwie angewöhnt, dass wir im Sommer den Nachwuchs fördern, indem wir Praktikumsstellen anbieten und die letzten Jahre hatten wir da so zwischen 70 und 80 Praktikanten im Sommer bei uns im Team. Jeder neue Mitarbeiter, auch jeder Praktikant bekommt einen persönlichen Coach an die Seite. Gestellt ist jetzt blöd gesagt, aber ist so. Die beiden arbeiten sehr eng zusammen, viel Pairworking, Tastatur hin und her, das müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie das mit Corona geht. Aber ja, wird wohl auch wieder irgendwie ermöglicht werden. Und am Ende des Sommerpraktikums ist da auch reihenweise das Feedback der Praktikanten gekommen, dass sie immens viel gelernt haben und dass es so toll ist, dass das, was sie programmiert haben, nicht einfach weggeschmissen wird, sondern dann in Produktion geht, tatsächlich von Benutzern, von Kunden verwendet wird.
und dass es eine tolle Zeit gewesen ist. Eine Praktikantin hat mal gemeint, die war jetzt in einem Alter von 16 bis 18 Jahren oder vielleicht schon 20, weiß ich nicht mehr genau, dass sie hat, wie viele junge Leute das Wochenende sehr genossen. Partyfeiern war natürlich angesagt und genau diese eine junge Praktikantin, Christine, hat, wie wir da so ein kleines Meeting mal gehabt haben, gemeint, sie hat sich jeden Montag gefreut, wenn sie wieder in die Arbeit gehen konnte. Ja, auf meinem bisherigen Lebensweg gab es natürlich einige Leute, die mich inspiriert haben. In jedem Lebensabschnitt, kommt mir vor, habe ich ein paar Vorbilder gehabt. Und ehrgeizig wie ich bin ich denen halt dann nachgelaufen, habe den Kontakt und Austausch gesucht, geschaut, was ich lernen kann, übernehmen kann, was ich adaptieren kann oder muss. Und ja, da ist viel möglich geworden. Ich mache bei Erleuchtend erzählt mit, weil sie mich angerufen haben und weil ich nette Anfragen nur schwer ablehnen kann. Wieso ich mir diese Lampe ausgesucht habe, das kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, aber ich kann es irgendwie versuchen zu ergründen. Es gab einmal einen der ersten Animationsfilme, wo so eine kleine Lampe herumgehüpft ist. Die hat mich ein bisschen daran erinnert. Auf meinem Schreibtisch in der Schulzeit ist eine Lampe, die ein bisschen längere Stützen hatte, aber so eine sehr ähnliche Form gehabt hat, gestanden. Die habe ich immer noch zu Hause, mittlerweile auf dem Schreibtisch meines dritten Kindes, meiner Tochter, die jetzt 11 Jahre alt ist. Aber die mag die Lampe nicht so wie ich, weil sie immer wieder zusammenkracht und dann wumm auf der Tischfläche landet. Ja, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen und vielleicht nehme ich mir diese Lampe dorthin mit.